Ja, kommen wir zu dem Sonntagabendspiel hier von TuS 08 Langerwehe. Bei mir der sportliche Leiter. Ich glaube, sonntagsabends ist für den Verein nicht das richtige Spielgerät, ne? Ja, doch, klar. War doch schön heute. Viele Zuschauer da, ein spannendes Spiel, ein sehr intensives Spiel, viele gelbe Karten. Und ja, der glückliche Sieger ist heute Stolberg. Aber keine Tore für den TuS? Nein. Also es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Wenig Torschancen, sehr, sehr viele gelbe Karten, wie ich gerade gesagt habe. Deswegen eine Torschance, ganz am Anfang haben wir geschlafen und deswegen 1-0 für Stolberg. Konnte man in der Halbzeit nicht, sag ich mal, den Wechsel herbeiführen oder herbeizaubern für die zweite Halbzeit, dass man doch vielleicht die 3 Punkte noch hier halten kann? Im Autoteil Reinhard Sportpark? Ja, wir haben alles versucht. Erste Halbzeit waren wir ein bisschen hinten dran. Wir waren nicht so gut in den Zweikämpfen drin. Zweite Halbzeit kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben alles versucht, wir haben alles reingeworfen und wir kamen einfach nicht durch. Ja, die letzten Wochen war wieso für den TuS schon mal ein bisschen Turbulenz, ne? Vor allem für die sportliche Leitung. War vielleicht auch eine Enttäuschung? Das Ganze. Das ist eine andere Sache. Ob es menschlich eine Enttäuschung ist, das steht ganz klar, definitiv. Ne? Weil man natürlich Erwartungen hatte, aber ich weiß ja, worauf Sie hinaus wollen, das Thema. Das haben wir aber ganz schnell abgehakt und wir haben uns geschüttelt und die Mannschaft ist enger zusammengerückt und die letzten Wochen läuft es ja gut. Ja, ich wollte gerade sagen, wie hat die Mannschaft das aufgenommen, sage ich mal, diesen fluchtartigen Wechsel bzw. die Art im Fußball so umzugehen? Ist ein generelles Problem, was wir hier momentan haben. Und ich habe da meine persönliche Meinung zu. Und in der Presse ist alles dazu gesagt worden. Ich habe eine Stellungnahme gemacht. Der TuS hat seine Stellungnahme gemacht. Wir haben das der Mannschaft erklärt und dann war das Thema abgehakt. Es ging ganz schnell. Wie weit ist die Mannschaft jetzt davon, sag ich mal, befreit von den ganzen Belastungen? Ja, sind befreit, sieht man doch. Wir spielen Fußball, wir sind oben mit dabei. Ja, aber heute hat es ja nicht geklappt. Nein, aber wir haben eine ganz, ganz spannende Liga. Das muss man ganz klar auch sagen, das ist ein Unterschied zur Bezirksliga 3. Das ist hier eine ganz, ganz kampfbetonte Liga, ganz enge Spiele und das wird auch bis zum Ende ganz, ganz spannend bleiben. Von daher, wir wissen, was wir zu tun haben und am Donnerstag geht es schon wieder weiter. Sie haben es gerade angesprochen, Donnerstag, was steht auf dem Programm? Würmlindern. Und da wollen wir mal auswärts in einem ganz heißen Spiel auch wieder mitten am Land, da im Heinsberger Raum, müssen wir punkten. Haben Sie denn schon mal darüber nachgedacht, für diesen fluchtartigen Wechsel einen Ersatz zu beschaffen? Nein, wir haben doch eine starke Mannschaft. Wir haben einen breiten Kader aufgestellt, wir haben eine starke Mannschaft und ich glaube an alle Spieler, die hier sind. Vielen Dank.